Herzlich willkommen bei Fernsehkritik TV. Und das sind die Champions, die Halterlosen mit Evi Kania, Sekretärin, Michaela Schindler, Elektroassistentin, Jeanette Birnbaum, Produktionsleiterin, Geli Dörfler ist Holzblasinstrumentenbauerin und Ute Giebauer, Sekretärin. Sie alle sind heute zu Gast bei Ruckzuck. Und hier ist der Mann der beiden Teams, die Daumen drückt. Hier ist Werner! Hallo, herzlich willkommen. 25 Tage, Jahre auf den Tag ist genau her, wurde eine Statistik rausgebracht, so nach dem Motto, Kinder, was vergehen die Zeiten, wurde nämlich so eine Statistik rausgebracht, so nach dem Motto, was verdient man denn in Deutschland? Durchschnittsstundenverdienst damals war 4,84 Mark für die Männer, 4,84 Mark, 3,33 Mark für die Frauen. Bei uns ist das gleich, Männer und Frauen machen hier keinen Unterschied. Wer will, kann das ja mal nachrechnen. Bei uns kann man, wenn man einmal dabei ist, in einer guten halben Stunde und ins Finale kommt, kann man 4.800 Mark gewinnen. Wenn man es gar sechsmal schafft, boah, ob ist das ein Stundenlohn, hat man echt die Chance, 100.000 Mark zu gewinnen. Tipp drauf, Ruckzuck das Ganze, nimmt eher den Begriff Tanne. Ihr gleich den anderen, 40 Sekunden Zeit, Ruckzuck. Punkt, Punkt, Baum, Weihnachten. Tanne. Einzahl. Tanne, ja, jawohl. Einzahl ging aber auch, ein Punkt. Nicht Fichte, sondern? Tanne. Weiter. Zwei Punkte. Weihnachten, stelle ich das auf? Ja, Weihnachten haben wir schon gehabt. Tanne sucht mal ein, zwei Punkte in der ersten Runde. Er nimmt den Begriff sauer. 40 Sekunden Zeit, rede ich schon ein bisschen Fahrtrichtung, aber ich muss sie antippen jetzt. 40 Sekunden Zeit, Ruckzuck. Gegenteil, süß. Sauer? Ja. Die Zitrone ist sehr... Sauer? Ja. Gelierzucker ist... Süß. Anderes Wort? Sauer. Fruchtbonbons sind... Kaubonbons. Nein, statt gut sind sie... Schlecht. Ja. Sauer. Ja, so ist der Vergleich. Es fällt irgendwie auf, dass das irgendwie das Remake ein bisschen entschleunigt wirkt. Ne? Also damals war irgendwie mehr Tempo drin. Ja, komisch, ne? Man denkt immer, es ist umgekehrt, dass es damals alles dass das früher alles so gemütlich war. Ja, genau. Nee, es war auch so ein merkwürdiges Licht. Also ich kriege jetzt nur von so Äußerlichkeiten. Ja, und dann natürlich... Ja, die Stimmung ist nicht da, es sind keine Leute da. Ne? Das ist so ein bisschen klein auf einem Sender, den man suchen muss. Weiß auch noch nicht, ich habe ihn noch nicht gefunden. Und das ist schwierig. Aber er macht das toll, er macht das gut. Hamburger Kollerschnauze, ja. Er hat Spaß an den Leuten. Das ist nicht so, er ist Moderator, er ist nicht so aufgesagt. Und das ist okay. Aber ich finde es auch ein bisschen spießig, die Leute. Ich guck mal hier im Publikum, das wären jetzt Leute. Genau. Ein bisschen schräger, ein bisschen. Ja, das waren ja meine Mädels, abgesehen vom Haarschnitt, aber in den 80er Jahren, die waren ja. War ein anderes Tempo, ne? Fandet ihr nicht? Ja, ja. Und ich finde dieses Grablicht, dieses Diffuse irritiert. Das impliziert keine Fröhlichkeit irgendwie oder kein. Aber das ist die einzige Kritik, die ich habe. Wie gesagt. Erstmal bin ich froh, dass es überhaupt wieder da ist, weil alles andere, was wir mal vorne mit Scripted Reality TV im Fernsehen mal, will ich mal so bezeichnen, permanent sehen, ist einfach schrecklich und da bin ich froh, dass es sowas gibt. Ja. Leider im Augenblick noch bei einem Sender, den man kaum findet, das ist das Problem. Die haben einen kleinen Marktanteil von 0,5% und... Er hat ja einiges am Samstagnachmittag jetzt mal übernommen in diesem Talk. Ja, guck ich Fußball, bin Fußballfreak. Ja. Ja, gut, aber wahrscheinlich als Gegenprogramm zum Fußball oder was. Keine Ahnung. Ja. Was mir aufgefallen ist, man konnte damals auch mehr Geld gewinnen. Also 30.000 Euro ist jetzt die Höchstsumme. Bei der Neuauflage bei euch waren es 100.000 Mark. 100.000, 4.800 Prozent. Und ja, es war. Ich habe so das Gefühl, ganz ehrlich, als Kritik noch einmal, ich bin froh, dass es dieses als Genre wieder gibt, weil die Leute wollen das haben. Es ist harmlos, es wird mal endlich keiner bloßgestellt hier. Wenn ich mal Fernsehen, was nicht auf den Rücken der Zuschauer oder der Mitmacher ausgetragen wird. Man kann sich schon mal selbst blamieren, aber mir auch nicht. Aber man steht offensichtlich nicht so ganz dazu. Warum versteckt man es im Augenblick noch? Mal gucken, beim kleinen Sender. Das ist die Kritik, die ich habe. Gleich beim großen Sender und es würde
abgehen wie denke die Rakete. Ich mir auch, ja, ja, eben, genau. Ja, ja. Statt am Nachmittag da diese ganzen Dokus-Hubs zu bringen. Dann Doppeltausgaben, warum Doppeltausgaben? Du musst Spannung auftreiben. Entweder jeden Tag, dass die Küche kalt bleibt. Man muss erst gucken, eine halbe Stunde und so. Gut, ich bin nicht der Macher, aber ich bin erstmal froh, dass es überhaupt die Genre wieder gibt und dass ich nicht. Ich war in meinem letzten Jahr, ein paar Tage war nicht so schlimm im Krankenhaus und mein Gott, sage ich euch nur. Dann bist du ja noch kränker, wenn du da Fernsehen guckst. Das ist ja. Echt, was ist für, ich wusste gar nicht, dass. Echt bin ich arrogant, ich bin normal aufgewachsen. Ich wusste gar nicht, dass es solche Leute gibt. Da gibt es Pickelprobleme morgens, da gibt es große oder kleine Busen morgens um 9.30 Uhr. Ich hatte gerade einen Fieberthermometer, ich glaube, das ist gestiegen, dann wäre so ein Scheiß. Ihr wisst ja. Es ist schon Ballerballer, muss ich euch sagen. Ja. Okay. Ja, hast du dafür eine Erklärung, warum das so ist? Nee, ich habe es oft versucht, weil ich ja weiß, das sind intelligente Kerlchen teilweise, die ich sogar kenne. Und von mir ist ja der Spruch, mir ist egal, wer unter mir Chef ist. Und die sind eigentlich intelligente Leute. Und ich weiß nicht, was sie da reitet, warum das so ist. Ich glaube, dieser alte Spruch von Dr. Thoma, groß geprägt, der Wurm muss den Fisch schmecken und nicht dem Angler, der wird nach wie vor missachtet. Das machen wohl einige mehr aus Masturbationsgründen Fernsehen, anstatt an die Leute zu denken, die Fernsehen konsumieren. Und das ist das Problem. Ja, oder man schätzt einfach die Bevölkerung falsch ein, dass die Leute tatsächlich sowas sich gerne anschauen. Man kann sich's kaum vorstellen, aber die Quoten scheinen ja zu stimmen, sonst würden sie es ja nicht machen. Ja, Tag. Also gab es diesen Trumpismus schon immer beim Fernsehen. Wenn man falsch die Leute einschätzt, da waren es die Wahlforscher, ja, die Fernsehforscher. Genau. Ja, ja. Aber so ist es ja offenbar. Es wurde auch zum Beispiel nie, das habe ich ja später erfahren, wir hatten ja auch ein internationales Familienduell gehabt, um jetzt mal rüber zu gehen, von der die beiden Shows, die ich gemacht habe. Da kommen wir jetzt rüber. Da haben wir so ein internationales gemacht, da habe ich Beschimpfungen bekommen und ob es keine Deutschen gibt, also richtige rassistische, schlimme Briefe. Und da das zur gleichen Zeit Bedrohungen gab, im gleichen Studiogebäude gegen die Bärbel Schäfer, hatte ich sogar, muss man sich vorstellen, fast 7 Monate einen Bodyguard, der mit mir zur Arbeit ging, mit mir auf die Toilette ging und so weiter, weil ich durch so Ewiggestrige bedroht wurde. Nur weil ich ausländische Freunde eingeladen habe und besonders nett, ich konnte ein bisschen Türkisch sprechen, da kam ich natürlich an. Wer heute noch mit mir zu einem Türken geht, der wird sich wundern, wenn die mich erkennen, wird nichts mehr bezahlt, da wird gefeiert und Raki getrunken. Die sind aber so gastfreundlich und so lieb. Und das wurde mir dann da so vorgeworfen und das finde ich einfach schade, weil so ein Spiel, die wurden gar nicht dann auch gemessen von der GfK. Die GfK hat dann nur Deutsche gemessen und ich wusste gerade, dass unsere ausländischen Mitbürger gerade die Türken unheimlich gerne gesehen haben. Mhm. Und sonst würden die mich nicht so lieben, immer noch heute, ja. Ja, ja, stimmt, die wurden immer bei der Quote außen vor gelassen. Ich hatte mal den Chef von der GfK für die Quoten mal interviewt, der hat mir das auch erzählt. Ja. Genau, Familienduell, das ist dann ja die andere große Spielshow gewesen. Warum damals der Wechsel? Hat RTL das bessere finanzielle Angebot gemacht? Oder hast du gar keinen Bock mehr auf Ruckzuck gehabt? Oder was war die? Also die ehrliche Antwort ist, es gab eine Mörderkohle. Ich habe meinem Neffen erklärt, er sagt, warum gehst du weg? Die ist doch toll, die Sendung. Ja, das ist so, der ist Fußballer, ich auch ein bisschen, als wenn du vom VfL Bochum zu Real Madrid gehst. Na klar, die haben die Kohle hinter mir hergeschmissen. Man muss sich vorstellen, dass ich auf dem kleinen Sender mit Ruckzuck den ganzen Sender geprägt habe. Das wurde eine Kultsendung, ich wurde zum Bambi nominiert. Das waren tolle Sachen, die passiert sind. Und ich wäre ja auch eigentlich schon ein Jahr eher wieder zurückgegangen. Ich war ja vorher schon 2 Jahre bei RTL. Und dann war ich im 4 Jahre... aushäusig bei der Nachfolgesendung von Musicbox. Da habe ich ja auch damals angefangen, privat Fernsehen. Deswegen habe ich so eine Affinität hier zu euch, weil das ist noch handgemachtes Fernsehen. So habe ich auch angefangen. Das wird noch mit Liebe gemacht und mit Schweiß und mit Unpünktlichkeit. Nur nicht mit Alkohol. Bei uns war früher noch Alkohol dabei. Aber haben wir auch mal dabei. Ich habe hier nichts gesehen. Hier war nichts. Hier war nur Cola und Wasser. Stimmt ja gar nicht. Na doch. Ja, ja. Und trockene Brötchen bei die uns. Haben wir auch. Die haben wir auch. Im Studio bei RTL mussten wir den Kaffee, die Bar war direkt vor dem Studio, RTL in Luxemburg. Die Bar, da gab es den Kaffee, mussten wir bezahlen, den Wein gab es umsonst. Das waren noch Zeiten. Ja, aber haben alle Kaffee getrunken. Also ich wollte sagen, ich wollte ja Ruckzuck auch nicht machen. Ruckzuck, ich kriegte so eine Gameshow geschickt. Das machte ein Comedian aus Australien, Bruce Forsyth, auch für England. Ich habe gedacht, er läuft nie. Oh,
oh, schrecklich, du hast ja gar keine Chance. Du musst ja immer das Gleiche sagen. Und dann hatte das so ein Echo und so einen Erfolg gehabt. Und ja, und dann kam ein neuer Chef dahin, ein Österreicher, Gerhard Zeiler. Und der hat mich noch überredet, weil RTL schon wieder baggerte. Bleib bitte noch, bleib bitte noch. Habe ich ihm in der Hand versprochen, war auch gut so. Denn ein Jahr später wurde er Chef vom großen RTL. Und dann konnte ich natürlich offenen Armen dahin gehen. Und dann bin ich dann zu RTL gegangen. Und es war natürlich auch so, RTL hat mir ja noch vieles andere angeboten. Und ich war dann wieder bei RTL. Mhm. Es war ein bisschen größer. Genau. Und ich hatte eine Angabe noch, es gibt von mir... normalerweise bin ich heute nur noch ein paar Familienblättchen, aber auf der Variety, einer der wichtigsten Medienzeitungen in ganz Europa, mhm. Das ist ein Bild von mir am Buzzer und Record 52,9% Marktanteil habe ich gehabt, hatte keiner, außer Kuhlenkamp früher und so weiter. 52? Und das war schon geil, es kam alles drauf auf die Kohle, die ich dann bekommen habe. Das schaffen nur Fußballspiele bei der WM heutzutage oder sowas? Ja, auch nicht ganz so viel mehr. Nein, die schaffen vielleicht 35, 40. Nee, ich glaube, Endspiel hat sogar 80%, aber das Endspiel wohlgemerkt. Da haben alle eingeschaltet. Sagst du, es waren nur 30 Millionen. Ja. Egal. Familienduell haben wir mal kurz erstmal, da gab es nämlich damals einen Teaser, bevor die Sendung losging, da hast du nämlich einen Kandidatenaufruf gemacht. Leute, meldet euch. Und da das habe ich im Netz gefunden. Zeig mal, ich habe die nur Bilder, dann klaue ich dir das nachher. In Zusammenarbeit mit RTL Plus suchen Bild und Funk die Freizeitrevue und die Glücksrevue, Sie und Ihre Familie. Hallo, ich möchte gerne einladen zu meiner neuen Show bei RTL Plus, das Familienduell. Wenn Sie eine Familie sind, so viel. Vater Werner. Mutter Werner. Sohn Werner. Tochter Werner. Opa Werner. Dann schreiben Sie an RTL Plus Familienduell 5000 Köln 40. Ah, das ist lustig zu sehen. Mensch, das klaue ich dir. Das habe ich nicht. Kriegst du von mir, ja. Okay, das ist schön. Ja. Ja. Ich habe das als Bilder noch. Das war vor allen Dingen diese Frauenrollen. Das ist ja schrecklich. Ich glaube, ich war 6 Stunden in der Maske. Ja, aber als gelernter Schauspieler. Ja, es hat auch Spaß gemacht. Ja. Das ist ja davon, wo man früher geträumt hat, sich zu verkleiden. Aber dafür dann 3 Sekunden zu sehen oder nicht mal? Das ist nicht... Ja, es gab noch längere, aber die sind mindestens, ach so. Ja, es gab noch längere, ja. Okay. Ja, ansonsten haben wir jetzt natürlich auch hier nochmal einen Vergleich, das Familienduell von damals. Da ist gar nicht so leicht was zu finden gewesen. Ich hab so ein Promi-Dings mit so irgendwelchen Daily Soap-Leuten da gefunden. Und dann, so gibt es mehrere. Hättest du mich gefragt, ich habe noch ein paar Kassetten, Videokassetten. Oh, ja. Und dann anschließend natürlich auch die Neuauflage mit Inka Bause. Jetzt um den dritten Platz. Verschärfte Bedingungen in 4 Runden. Und ihr solltet jetzt in dieser Runde der ersten die 6 häufigsten Antworten finden. Mein Kommando kennt ihr, hört gut zu. 100 Leute haben wir gefragt. Nennen Sie etwas, woran Sie Ihren Partner erkennen würden, wenn dieser mit Perücke, Bart und Brille getarnt wäre. Sam. Am Duft. Sam sagt am Gestank, am Duft. Oh! Andreas. Schnuppert ihr nicht an euren Freunden? Am Oberkörper. Ich geb's weiter, André. Haltpapier. André, ran, komm. Ich hätte auch doof gesagt. Okay, ich sag einfach an den Augen. An den Augen? Ja, Moment. Freier kann er überbieten. An der Stimme. Freier sagt an der Stimme. Oh, das ist ein bisschen besser. Komm ich rüber. Michaela, wir suchen die 6 häufigsten Antworten und wir haben 100 Leute befragt. Nennen Sie etwas, das man vor Gebrauch schüttelt. Christoph. Cocktailmixer. Nicht verletzen am Wasser, bitte. Mixer. Cocktailmixer. Der Shaker, das kannst du überbieten, Michaela. Das kann ich überbieten. Schnell. Sahne. Sahne. Jetzt habe ich nicht nachgedacht, oh Scheiße. Dann bin ich bei euch. Ha. Ja, Inka Bause, also die Nachfolgerin quasi. Was macht sie das gut? Hast du es dir mal angeschaut? Ja klar, ich wusste ja schon vorher darüber. Ich war ja so ein bisschen involviert. Ach so. Und finde es auch spannend, dass das mal eine Frau versucht, weil der Vergleich mit mir ist immer schwer. Hättest du immer einen Nachfolger, immer schwer. Nachfolgerin ist ganz was anderes, kann man nicht so direkt vergleichen. Ja. Aber auch da gilt, finde ich, es...
Ja, die Stimmung fehlt. Man merkt schon, dass kein Publikum da ist. Es ist irgendwie schade. Aber habt ihr denn wirklich bei Ruckzuck und Parfümin immer auch die Bude voll gehabt? Immer. Immer. Wir haben ja 5 Shows am Tag, ich glaube, die machen jetzt 3 oder 4, schaffen sie schon, 5 Shows am Tag gemacht, 3 hintereinander, und ich bin auch vorher zum Publikum gegangen, habe ein Warm-up gemacht, habe mit den Leuten geredet, ich brauchte das selber. Aber ich, die waren nie zu sehen, ne? Man hat immer nur oft auch. Ich bin ja auch da mal hingegangen oder so. Manchmal war es auch komisch, weil es ist komisch, wenn man eine Weihnachtssendung in der Weihnachtszeit gesehen hat und die waren mit kurzen Hosen da, weil wir die meisten schon im August aufgezeichnet haben. Ja, gut, ja, ich habe da manchmal gelogen, habe gesagt, ja, es war heiß hier im Studio, Heizung ausgefallen, so ein Quatsch. Oder ich bin ja auch all die Jahre, die über 2700 Mal, ist ja nie was ausgefallen. 2-mal ist wirklich was ausgefallen. Einmal hatte ich einen akuten Bandscheibenvorfall, konnte mich nicht bewegen. Und man ist ja versichert. So ein Tag kostet bestimmt 6-stellig. Die ganzen Mitarbeiter, 70 Leute, Studio, was gebucht ist und so weiter. Und dann auch die Kandidaten hin und her geschickt, das kostet ja Geld. Und, aber es war nur ein Jahr, bin ich voller Spritzen gepumpt worden. Wir haben immer in 2 Wochen 55 Sendungen aufgezeichnet. Das reichte für 2,5 Monate. Und dann Arzt und alles. Und am anderen Tag, das Studio war so wie hier, aber die Garderoben waren dann oben irgendwie. Und da hatte man mir hinter der Bühne so ein Lager gebaut, und weil ich konnte ja nicht laufen und so auf so einem Brett und stehend, und könnte ich mal kurz vorher ab in den Hintern spritzen, und habe wirklich diese 5 Sendungen geschafft. An der Tag war es schon immer ein bisschen besser, aber ich habe die ganzen 2 Wochen, diese ganze Staffel, habe ich mit so einem Korsett gearbeitet und mit Spritzen und stehend in der Pause und nicht in der Garderobe. Und einmal war es eine ganz tragische Geschichte. Da wäre es beinahe ausgefallen, weil ich völlig besoffen war. Oh. Das passiert einem Profi nie, weil ich bin bekennender Lustmensch, immer danach. Und was ist passiert? Ich habe schon geahnt, am Beginn einer Staffel habe ich meinem Mitarbeiter gesagt, es kann sein, dass ich diesmal nicht so ganz gut drauf bin, mal unkonzentriert bin und. Meine Mutter liegt im Sterben. Und das haben die auch alle verstanden, aber es ging alles so. Und so. Ich habe dann auch, wollte keine Nachrichten haben, Benachrichtigung während der Arbeit. Es war der vorletzte Tag. Ich ging ins Hotel und merkte irgendwann, aha, da ist ein Brief. Und dann habe ich reingeguckt, weil ich wollte keine Telefonate haben. Ja, und habe ich zurückgerufen, dann habe ich erfahren. Und das war ein Freitagabend. Und das war immer der Abend, wo auch die Rudi Carrell-Klo immer Feierabend schon hatte. Die hatten da ihre Aufzeichnung. Dann habe ich mit denen noch eingetrunken. Und dann noch habe ich meine Minibar leer gemacht. Und irgendwann klopfte es am anderen Morgen. Und ich lag nicht im Bett, auf dem Boden. Und hatte mir die Kante gegeben, weil die Mutter gestorben war. Und dann ging es mein Aufnahmeleiter. Ich sage, ja, ich komme und so. Und in der Zwischenzeit, dann rief mein Chef an, der oberste Chef RTL, der Zeiler: Werner, du brauchst nicht, du bist versichert, das kann man ja verstehen und so weiter. Aber meine Frau hat sich eingemischt, die hat gesagt, der Werner kann besser verdrängen, wenn er macht. Ja, und dann bin ich ein paar Mal kalt abgeduscht worden, und dann hat man einen Teebeutel draufgetan, damit die Schwellungen weggingen. Und dann haben wir mit 1,5 Stunden Verspätung, habe dem Publikum einen ausgetan, Warterei, und dann habe ich die Sendung begonnen mit Brille. Ich habe gesagt, ich habe eine Bindehautentzündung, das habe ich dann so 2, 3 Sendungen gemacht, und dann ging es wieder, hat keine Sau gemerkt. Und weil diese Sendung wurde dann auch erst ein paar Monate später ausgestrahlt. Ansonsten habe ich es wirklich geschafft. Ich war nie krank. Einen Tag später war ich krank. Also man kann so einen Schuss Adrenalin, kann man wohl immer gesund bleiben, glaube ich. Tja. Ja, und wie ist es eigentlich gewesen mit diesen 100 Leute, haben wir gefragt? Also waren das immer repräsentative Meinungsumfragen, die einen Auftrag gegeben wurden? Nein, oder hat man sich das ausgedacht? Oder war ja nicht so weit mit Internet. Am Anfang waren wir Praktikanten, wurden ja immer missbraucht. Da haben wir in die Einkaufszone geschickt. Das machen wir hier nicht. Und fragt man so ein bisschen rum und so. Und dann haben wir das mal hochgerechnet, mal 8 oder mal 10. Nein, es sollte ja auch, wir haben ja nie gesagt, das ist demiskut. Den Satz habe ich mir gemerkt. Wir sind demoskopisch relevant, sondern wir haben immer so Trends aufgezeichnet. Es war ja auch nur ein Spiel. Aber heute ist das ja einfach. Du gibst einmal rein, Knopf drauf, hast du die Antworten, und das ist schon okay. Ja.
Ja, aber es klang immer so, als wenn es repräsentativ wäre. Das war es dann ja nicht mehr. Ja. Aber es ist kein großes Geheimnis. Aber es wurden zumindest für dich 100 Leute gefragt, ja. Immerhin. Es war auch, es gibt auch noch eine Geschichte, ich wundere mich, ich zeige es dir schon dauernd in die Kamera. Ich trage tatsächlich noch weiße Socken. Die weißen Socken, ja. Ich wollte sie mir extra verkneifen. Ja, zu Jeans und Turnschuhe und so. Und als wir ruckzuck machten, habe ich ja 7 Shows pro Tag gemacht. Da hatte ich einen Studenten, der mir half. Da war alles professioneller bei RTL, aber da hatten wir auch so einen kleinen Haufen. Und ehe ich von diesen Anzügen und so immer mal braune, mal schwarze Strümpfe oder rote, habe ich gesagt, immer weiße. Und ich dachte auch, kein Depp guckt auf die weißen Socken. Irgendwann hat man mal geguckt und dann war das ein Thema. Und dann wurde ich bockig und habe gesagt, ich finde das geil, Clint Eastwood findet das geil, Bill Clinton auch. Und dann habe ich noch was gefunden von Psychologen. Amerikanische Psychologen haben festgestellt, weiße Sockenträger sind zärtliche Liebhaber. Da habe ich gesagt, jetzt trage ich das immer. Und dann ist das Markenzeichen geworden. Da habe ich viel Geld mit verdient. Ich bin mal damals bei Mutter Teresa des Fernsehens, Schreinemakers. Die wollte wissen, was das mit den weißen Socken an sich hatte. Und die hatte ja 6 Millionen. Und die hat einen Werbepartner hier drauf getan, Taxofit. Und der zahlte immer pro 1000, da gab es Geld dafür. Einmal fiel die Sendung aus, gab es erstmal Kohle von der Schreinemakers und so. Und dann habe ich immer frech das so in die Kamera gehalten, gab es Geld dafür. Wenn die Leute so doof ist, muss man sie auch bescheißen, oder? Und ich trage heute noch weiße Socken zu Jeans, nicht mehr zu dunklen Anzügen aber, und zu Sneakers, aber ich trage ja mal Jeans und so. Ja, passt doch so ganz gut. Ja, dann kann ich sie wieder runternehmen. Okay. So haben wir das Thema auch abgehakt, ne? Genau, okay, ja, richtig. Ja, Familienduell war ja auch immer wieder mal für Lacher gut, nämlich dann, wenn Kandidaten irgendeinen Unsinn in ihrer Schnelligkeit geantwortet haben. Das war auch ein Zeitdruck manchmal. Ja. Und einer, der sich ja gern darüber lustig gemacht hat, war ja Stefan Raab in TV Total. Der hat das ja andauernd rauf und runter immer als Running Gag gehabt. Und ich habe noch mal ein paar Sachen gefunden, wo Stefan Raab sich darüber lustig macht. Ja. Nennen Sie ein Tier, das 6 Beine hat. Jörg, Spinne. Jörg sagt eine Spinne. Nein, Maria. Ein Tausendfüßler. Nennen Sie ein Tier, das einem Auto seinen Namen gibt. Panda. Panda. Fiat, glaube ich, ja. Madita. Toyota. Was reimt sich auf Tasse? Wasser. Rauchende Golf. Rauchende Golf. Unsere kleine Farm. Unsere kleine Farm. Unsere kleine Farm. Unsere kleine Farm. Rauchende Golf. Rauchende Golf. Was sagt der Chef? Unsere rauchende Farm. Was verbinden Sie mit Norwegen? Elche. Elche. Meer. Meer. Roslau. Roslau. Wie? Roslau. Nennen Sie eine Zutat, mit der man Milchreis verfeinern kann. Milch. Nennen Sie ein Instrument in einer Jazzband. Martina. Was war's? Haben Sie es verstanden? Ja, hören Sie noch mal genau hin. Was ist denn das für ein Instrument? Haben wir es nicht verstanden? Was war's? Kennt ihr das? Kann das einer von euch spielen? Komm, gib's doch zu, einer von euch kann doch alle hier. Der Klaus, du kannst doch alles spielen. Du spielst doch Bass, du spielst doch Gitarre und bist du da auch, oder? Nee. Falls jemand kennt, der das Instrument spielen kann, der soll es mal mitbringen und zu uns kommen damit, ja? Mit dem. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.